Gebüsch so gut wie weg. Junge, ich hab noch volle Energie. Ja, das war klar. Piste! Oder schneller! Schneller! Du rammst mich nicht! Nein! Du Zigeuner! Hast du gedacht, ja? Du Zigeuner! Geh doch in Deckung! Schieß zurück! Ja, ich mag die Mission mit der Eier nicht. Da geht es immer dasselbe, ey. Ich muss immer so einen Schiffkampf machen. Schießt doch! Was wartet ihr Arschlöcher eigentlich? Also keine verbindenden Schiffe an, nee, für die Arschlöcher sind ja auch noch im Boot. Ah. Lasst es regnen! Nieder mit euch, Dämonen, zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Ja. Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Ja, ich weiß nicht, die Schiffkämpfe in dem Spiel sind immer gleich. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Das gefällt mir nicht so. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrannen erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Da bringe ich dich um. Also ich freue mich echt auf dieses Jahr. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Die neuen Spiele rauskommen. Yes, gut. Ich drehe ab. Ich drehe ab. Und da mache ich echt ein Let's Play. Da fange ich echt ein Let's Play an. Von Anfang an fange ich das Spiel an und mache echt ein Let's Play. Mit Kommentar. Das heißt, ich muss echt Bier im Vorrat kaufen. Bis ich das Spiel durch habe, sauf ich. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Also muss ich dich umbringen. Du und Caesar werdet sterben. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Warum spiele ich mit der eigentlich? Befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ah, ich hasse die, Alter. Ich stehe gerne auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz als er das Messer sah. Was macht die? Du hast keine Ehre. Was macht die? Du hast mir alles genommen. Wenigstens hat die auch einen Abgriff. Du hast mir alles genommen. Wenigstens hat die auch einen Abgriff. Angriff, ne? Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Aber wie sehe ich den Typ an eigentlich nochmal? Ach ja. Aber ich will nicht schießen. Ja, ihr greift doch an, du Büchs. Oh, du bist so dumm.
Ajo. Ajo, klar, da wäre ich schon tot. Ja, das ist geil, diese Ketten. Ja, ich hab dich doch gleich, Junge. Ich hab dich doch gleich. Ja. Jetzt ist dran, Alter. Zack. Ja, machst du was? Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Kabinjane. Ja, gib ihm. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Gib ihm. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kuria sein. Erreiche die Kuria. Mit ihr. Hoppa. So. Oh, jetzt, wie komme ich da schon wieder hin? Also, ich glaube, ist eine persönliche Meinung, dass nach diesem Assassin's Creed... Hier wimmelt es nur so von Soldaten. ...dass es kein Assassin's Creed mehr gibt. Also es wird schon was geben, aber es wird kein Gescheites mehr geben. Dann tauchen wir mal ab. Wir wimmeln das nur von Römern. Ja. Das hab ich gemerkt. Geh ich doch mal hier hoch, Liebe. Was machst du? Lauf, Forrest! Sackgasse. Oh mein Gott. Oh. Ja. Bla, 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 bla. Verkämpfen. Hau einfach ab. Verlasse oder beende den Konflikt. Bin ich jetzt unentdeckt? Nee. Muss doch kämpfen, ne? Da kommt irgend so ein Arsch von hinten. Und will mich fertig machen. Ich glaube, ich hau doch lieber ab. Ich glaube, ich gehe nach oben. Erstmal. Adrenalin! Komm her!
Zack, was ist los? Wieder Adrenalin. Ja, krieg ich halt, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt hat's aufgehört. So. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt jetzt. Jetzt gehen wir mal wieder an die Hauptmission. Komme ich da rein? Tatsächlich. Jedenfalls 2018 kommen so viele neue Spiele raus und da werde ich verlange nur dich, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Ich muss jetzt da reingehen und den einfach eliminieren. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator. Auch du, mein Sohn. Klar. Ach du Scheiße. Der Tyrann ist tot. Ihr seid nun frei. Also. Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Cäsar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Cäsar. Likörchen, ahoi. Was hast du getan? Cäsarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Kleopatra. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. Ja. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten. Mach's blatt, Allah. Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Ja.
stimmt, das habe ich gelesen, dass die Kleopatra und der letzte Pharao war, damalige Ägypten, also das Königreich ist damals zugrunde gegangen, die Kultur ist durch Dürreplagen und durch das Klima ist das eigentlich kaputt gegangen. Das damalige Ägypten. Lesen. Ja, ich kann lesen. Ein bisschen, jetzt geht's so, in dem Zustand, wo ich bin, geht es so mit dem Lesen. Aber es geht. Da steht jetzt zum Beispiel Lad. Lad. Ich weiß auch nicht, wie groß das Spiel ist. Also ich glaube, bis die neuen Spiele rauskommen, werde ich das nicht durchzocken. Da werde ich schon ein neues Spiel angefangen haben. Bayek, Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Ja. Glaub schon. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Treibende Finger ab. Yes, Gott, schneidet er die Kehle durch von der Alten, hä? Vor dem Kind. Geht nach Hause, ihr seid frei. Ja, ja, geh heim. Du weißt jetzt, du bist frei, du kannst machen, was du willst. Oder? Ja, komm, geh mal spielen. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Was? Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Ja? Sich deine Siege vervielfachen.
die Landschaft, was die da gemacht haben, gell? Also. Was? Papo? Spring. Also, das Handy jetzt mal. Spaß beiseite. Die haben echt die Landschaft und den Pyramiden. Also, das Handy echt geil hingekriegt, ne? Das Handy echt geil gemacht. Verborgen Memphis aus und einzigartige Gegenstände zum Verkauf schließen. Hat das Spiel eben erst angefangen? Ich meine, ich habe das schon 12, 13 Stunden gespielt. Das kann doch nicht sein, oder? Boah, alles klar. Dann werde ich jetzt mal so machen, dass ich da ein paar Nebenquests mache, weil Hauptquests hier könnte ich es hier noch. Ja, das besteht jetzt alles aus Hauptquests, ne? Ich meine, den habe ich getötet. Den habe ich getötet. Habe ich das Spiel jetzt durch? Das kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt die Hauptmission schon alle durch habe. Sein, dass ich jetzt alle Hauptquests durchgespielt habe. Tja. Dann spielen wir einfach Hauptquests, Nebenquests durch, ne? Können wir ja auch noch tun. Boah, bist du dumm. Egal. Also wenn ich das jetzt wirklich durchgespielt habe, dann die Hauptmission durchgespielt habe, dann war das echt ein bisschen mager. Jedenfalls dieses Jahr jetzt ein Haufen neue Spiele geben. Da will ich mich freuen, das könnt ihr gar nicht, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Ich freue mich echt wie ein Schneekönig auf die ganzen neuen Spiele, die rauskommen. Von allein Far Cry 5. Leck mich am Arsch, wenn das rauskommt. Boah, dreh durch. Das ist auch Open World. Ich dreh ab. Ja, hey, ich kann gar nicht mehr schlafen. Wie hässlich, sie vor den Kleinen zu töten. Was war los hier? Na, sag's mir. Was war los hier? Was war los? Wer war er? Neff. Die Kinder nannten ihn Vater. Das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Du bist verletzt. Darauf scheiß ich. Die römische Hexe, die das getan hat, fährt heute mit dem Boot nach Alexandria. Hilf mir, sie stückchenweise an die Krokodile zu verfüttern. Ich gehe auch allein. Du brauchst nicht noch mehr Blut vergießen. Ich tue das selbst. Wäre es das denn wert, die Kinder ohne Schutz zu lassen? Zerstöre ihren Namen, Bayek von Siva.
Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Senno findet ein Schiff mit bunten Segeln schneller als ich. Okay, mal auf die Karte. Da gehe ich wohl auf See. Und das andere hat keinen Wert. Gibt's hier irgendwo ein Bildchen? Hallo, was machst du eigentlich? Da ist doch ein Bildchen. Hey. Also ich glaube jetzt tatsächlich, dass ich wirklich die Hauptmission durch habe. Das ist wirklich, also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich habe so viele Gebiete, wo ich noch gar nicht erforscht habe oder noch gar nicht betreten habe. Also wenn das wirklich alles war an Hauptquests, dann bin ich echt enttäuscht. Gut, gibt es noch zig Nebenquests wahrscheinlich, aber... Ja, egal, das Spiel ist trotzdem geil. Allein, dass es im alten Ägypten spielt. Mit den ganzen Pyramiden, mit der Landschaft. Ich find's geil. Sozusagen. Guck mal da, ein Krokodil. Oh, ein Nilpferd. Oder so rum. Nee, ich hab jetzt kein Licht. Ja, trotzdem, wenn ich wirklich die Story durchgepackt hab, das ist echt mager. Finde und eliminiere Geier. Meine Spezialität, Leute eliminieren. Angeblich. Salut. Absteigen. Zack. Ich kann es kaum abwarten, dieser elenden Kavit den Hals umzudrehen. Du Bitch, ich bring dich jetzt um. Was sagst du dazu? Attentat. Alarm! Hier drüben! Das kriegt noch Ärger! Hey, was? Ja, was sagst du jetzt? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Kavit hatte ihre Rache. Das sollte... Kettenwurf! Bist du dumm? Kavit hatte ihre Rache. Das sollte sie besänftigen. So. Ja, das war so eine typische Nebenquest. Also wenn das alles war, dann war das echt langweilig. Aber trotzdem. Also wenn ich mir mal die Karte so anschaue, ich habe noch so viel zu erforschen. Also das ist. Da war ich auch nicht. Was? Ich mach das jetzt. Ich erforsche dieses Gebiet hier. Da gehe ich jetzt hin. Doch, da gehe ich jetzt hin. Gehe ich jetzt hin?
gespannt, was es da gibt. So, jetzt schauen wir erstmal, wo ich lang muss. Ach du Scheiße, warum habe ich hier keine schnelle Reise hier hin gemacht? Ach, du bist so dumm. Egal wie, das Spiel ist geil. Jedenfalls ist das besser wie Assassin's Creed, Unity und Syndicate. Und ja, jetzt guck ich mal. Die Karte sagt mir, ich muss Richtung Ost. Ja, es jedes Mal, jeden Tag dasselbe Scheiß. 1.12 Uhr geht es bei mir los, fängt es bei mir an. Dann habe ich einfach ein Internet, meine Internetverbindung reißt einfach ab. Komplett. Jedes Mal, jeden Tag dasselbe Scheiß. Und ja, 1.12 Uhr geht es bei mir los, fängt es bei mir an. Ich bin da. Hier, was dann habe ich einfach ein Internet, mein Internetverbindung reißt einfach ab, komplett. Neuer Orden deckt, wie der Neid. Und ja. Halt! Bleib was? Stehen! Wer ich bin wieder da. Ich bin da. Zu mir. Was haben wir hier? Was Sie wachen, wir sind sehr aufmerksam. Was? Wer hat es gerade zu mir gesagt? Neuer Orden deckt, wie der Neid. Mein Kind steht. Was? Was für Wachen? Wer hat das gerade gesagt zu mir? Und das ist ein Versteck. Wer die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Aber es tut mir echt leid, gell, dass der Livestream abgerissen ist. Dass er jetzt hier lang gehen soll. Ich habe jeden Tag um dieselbe Was Uhrzeit. Für Wachen? Ich sehe keine Sau. Einfach diesen Verbindungsabriss. Und das ist ein Versteck. Aber es tut mir echt leid, gell, dass der Livestream abgerissen ist. Aber ich habe jeden Tag um dieselbe Uhrzeit einfach diesen Verbindungsabriss. Und ja, kann ich ein paar Sachen plündern. Aber ist mal ohne Witz, in dem Wasser hier. Hier ohne ist doch irgendwas. Da kann ich doch nicht tauchen. Ah ja. War schon. Ah, da geht's weiter. Wie gesagt, ey, das Spiel ist geil. Vor allem, wenn es um so Sachen, um so Sache geht. Erkunden. Also, ey, ich dreh durch. Wo ich das erste Mal in der Pyramide drin war, ich habe gedacht, ich krieg einen Schlaganfall. Also, so wie ich mich über das Spiel gefreut habe. Wie gesagt, das ist jetzt für mich auch hier alles neu. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja. Ich muss hier auf jeden Fall einen Schatz plündern. Was? Da draußen was? Ist doch was. Geh dich mal umsehen. Was? Ich will kein Messer. Ja. Halt deine Fresse. Halt einfach deine Schnauze. Ich glaube, da ist irgendwas.
Ich bin entdeckt. Wir müssen aufholen! Wo bist du? Hab ich dich! Oh, was? So lange ja, komm, bist du! Ja, ja, ist ja gut. Komm her, komm, komm, komm her. Hilf mir mal hier drüben! Ich bring dich um! Also, ich sehe gerade gar nichts. Komm mit raus, komm mit raus. Du? Ja, okay. Dich hab ich. Und hol ich. Die mach ich einen Kettenangriff. Was 100? Also. Missionsziele vor Ort. Schatz muss ich noch plündern. Es gibt auch EPs. Ja, da erstmal den Schatz finden. Wo ist denn der Scheiß? Da ist er. Da ist er. Der befindet sich natürlich unter Wasser. Da werde ich wahrscheinlich hier mal wieder reingehen. Schwimme ich mal hier rum. Da war ich doch gerade. Dann kill ich erstmal die Pfeife da unten. So. Schatz, wo bist du? Also da komme ich nicht lang. Schwimm ich mal darum. Schwimm ich da rein. Da ist aber auch nichts. Geht's hier rum? Nee, da geht's auch nicht. Schwimmt nur eine Leiche rum. Sag mal. Wo ist der Scheißschatz? Komm ich da mit rein? Eingesprungen, gehe ich doch mal da lang. Kann ich hier tauchen? Ich muss hier tauchen. Das heißt, ich muss irgendwie hier hinten rum. Hallo, entspann dich. Den Schatz brauche ich. Den muss ich plündern. Hier komme ich runter. Da komme ich rum. Ist da was? Ja. Ja, jetzt habe ich's. Ja, jetzt habe ich ihn. Komm. Steig auf. Ein Schild, aber ganz schlechte Qualität. Das ist hier unten. Interessanter, wie den Schatz zu finden. Ja, jetzt muss ich aber langsam auftauchen, weil ich habe keine Luft mehr. Hier komme ich nicht weiter. Hoch mit dir! Krokodil! Krokodil! Oh mein Gott! Nein! Ja, jetzt bin ich am Arsch. Ich habe keine Chance. Ich komme auch nicht raus. Ey, Scheiße. Fuck, ey. Das war zu interessant. Das war zu interessant. Fuck.
egal, ich hab den Schatz. Alles gut. Alles gut. Gehen wir mal weiter forschen. Und jetzt gucken wir mal hier. Die Insel. Hier, das ist. Und da habe ich einen Aussichtspunkt, da gehe ich jetzt mal hin. Den muss ich mir holen. Da habe ich die ganze Karte im Überblick. Schon wieder. Schon wieder so ein Fisch. Oh. Oh. Kein Bock jetzt. Krokodil. Oh nein, Krokodilnest. Da steige ich ab. Ja, gleich alles. Gleich alles auf einen Schlag kommt. Krokodile, Hyäne. Ne? Naja, ich versuche sie alle platt zu machen, aber weißt du, wenn du dann zockst, dann kommt einfach alles auf einen Schlag. Und das ist auch scheiße. Das nervt. Rüstung herstellen, aber da ich hier die Hauptmission durch habe, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich gehe jetzt erstmal gleich hier erstmal gucken, hier meinen Aussichtspunkt muss ich jetzt erstmal holen und dann werde ich ich habe noch genug zu erforschen. Oh, das ist bestimmt ein Banditenlager. Den Aussichtspunkt brauche ich.
Schatz. Schwere Keule. Spielt natürlich keine Sau. Sowas. So. Was haben wir denn da? Das ist ein bisschen langweilig. Ich hätte lieber gern irgendwas mit ein paar Pyramiden und so, ne? Das See kann man auch erforschen. Hab ich aber keinen Bock. Ich will lieber hier. Hier will ich hin. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Sand, See, White Desert. White Desert, Oasis, Oasis, wie auch immer. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ganz klar. Auch Wüste. Als Wüste. Ich möchte ein paar Pyramiden sehen. Ich möchte in die Pyramiden rein. Ey, ich freue mich so auf die neuen Spiele, was rauskommt. Boah, ich kann es kaum noch abwarten. Echt, ich kann es echt kaum noch abwarten. Ich bin so ein süchtiger Typ. Call of Duty habe ich auch gewartet. Das für mich ist der größte Scheiß, den es gibt. Und, also ich komme damit nicht zurecht. So, gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier hin. Wir gehen da hin. Richtung? Klar, ich gehe in die ganz andere Richtung. Oh, guck dir das an. So soll eine Beerdigung in alten Ägypten ausgesehen haben. Kann man da hochklettern? Frieden. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Was meinst du? Willst du einen aufs Maul oder was? Willst du einen aufs Maul oder was? Hab ich gesagt, du Pisser! Na, geh weiter. Der Mond. Vielleicht ein Pferd. Ja. Was? Kommst du denn nicht oder was? Das ist ja wirklich alles nur Wüste. Oh, guck dir das an, ey. Hammergeil. Ich gucke in die falsche Richtung. Ich muss da lang. Alles klar. Da hole ich jetzt mein Pferd. Mal auf ebener Fläche bin.
Gesicht. Komm her. Oh. Und auch hier weiß ich nicht, was mich erwartet. Sieht aus wie hier, so wie so ein Banditenlager. Oase der weißen Wüste. Xenon. Oh, Level 38. Ich bin gerade mal 36, das wird extrem schwierig. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, gegen die zu kämpfen. Vielleicht ein Dörfchen oder so. Whoa. Hey. Was? Hey, was? Ich hab ich dich? Ja, ich hab dich. Ha. Hab ich sie alle beide geholt? Es ist unehre. Der gehört mir. Ich will mich doch andere Borge. Wir steigen hier ab. Wo? Who you are? Komm her. Ah, du dumm. So, alle. Und? Hast du denn immer gelohnt? Du hättest nicht herkommen sollen. Du hättest nicht selbst machen sollen. Ich hab nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Oh mein Gott, Alter. Das Problem ist, wenn ich die jetzt nicht töte, dann reitest du hinterher und nerven mich. Yalla. Scheiße! Der Lepp ist tot! Yalla, türkisch, oder? Ach komm, ey, ich hab jetzt langsam echt keinen Nerv mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hin bewege. Das habe ich jetzt hier. Da können wir hin. Und das wäre hier. Da gehen wir jetzt hin. Dass man wenigstens die Karte aufgedeckt hat. Ah, was ist? Wüstenwasserfall versteckt. U-Boot. Oh. Ich brauche ein Boot. Madame. Sorry, aber ich muss mir mal kurz dein Boot ausleihen. Hau mal ab. Ich hab die jetzt wirklich vom Bord geschmissen, ne? Scheißegal.
wird. Hoch mit dir. Entdecken. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebiete. Ich habe noch 8 Gebiete zu entdecken. Die entdecken wir jetzt ein anderes Mal. Ich mache jetzt Feierabend und wünsche alle einen guten Abend noch. Bis dann.